Liebe Freundinnen und Freunde, 2020 war ein so disruptiver wie historischer Einschnitt. Die Pandemie hat nicht nur gravierende Folgen für unsere Gesundheit und die wirtschaftlichen Grundlagen, sondern auch für unser soziales Miteinander. Es reicht natürlich nicht aus, dies alles zu beklagen. Wir müssen anpacken. Mit den nötigen Maßnahmen müssen wir umzugehen lernen und tollpatschigen Aktionismus, wo nur geht, vermeiden. Das gilt übrigens gerade jetzt für die Kultusminister unserer Länder, allen voran Michael Piazzolo aus Bayern. 2021 wird ein Scheideweg sein. Lassen wir weiter Undynamik, Lethargie, ja schläfrig die Dinge an uns vorüberziehen, oder packen wir an? Wachen wir aus dem nostalgischen Mehltau auf und besinnen wir uns auf unsere Handlungskraft. Deutschland hat die Corona-Krise im Jahr 2020 nicht gemeistert. Bund und Länder haben herumlaviert. Sie haben sich die harten Entscheidungen nicht getraut, sondern die Dinge laufen lassen. Und sie waren nicht vorbereitet auf eine solche Krise und haben deshalb auch nicht auf Krisenmodus geschaltet. Anfangs hatten wir nicht genügend Masken und Schutzausrüstung, später nicht genügend Schnelltests und Teststationen und jetzt hapert's beim einzig zugelassenen Impfstoff. Planlos hecheln wir der Situation hinterher. Wir denken auch nicht in Szenarien, was wäre wenn? Unsere Volkswirtschaft muss sich dringend Gedanken machen über ihr künftiges Geschäftsmodell. Wie revitalisieren wir unseren Mittelstand, unsere Selbstständigen? Beide so wichtig für Arbeit, Brot und Zukunft. Unsere Bildungslandschaft, Grundpfeiler von sozialer, wirtschaftlicher und digitaler Teilhabe, hat sich in der Pandemie sozial noch weiter gespaltet. Unser Bildungssystem schafft es nicht angesichts einer Jahrhundertkrise, sich binnen 8 Monaten digital fit aufzustellen, weil sich viel zu viele Verantwortliche an ihre eigene alte Vergangenheit klammern. Wir müssen 2021 eine große Debatte führen über Erneuerung und Zukunft, sonst hecheln wir auch da hinterher. Die Falschen haben die Debatte schon begonnen. Höhere Steuern, Vermögensabgabe, längere Schulferien. Uns mangelt es nicht an Wissen, aber an Willen und Tatkraft, die Erkenntnisse umzusetzen. Wir sind Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Lasst uns zu Umsetzungsriesen werden. Voraussetzung dafür eine zivilisierte Debattenkultur, sachlicher Austausch von Argumenten. Dabei hilft dem Gegenüber nicht den guten Willen abzusprechen. Fällt auch mir nicht immer leicht. Aber Demokratie und offene Gesellschaft, sie leben davon, dass wir respektvoll, faktenbasiert streiten und um die beste Lösung ringen, nicht um die eigene. Vor diesem Hintergrund haben wir Freien Demokraten im Wahlkampfjahr 2021 große Aufgaben. Ich werde mein gesamtes Gewicht in den Ring werfen. Gnade dem Ring. Ihnen und euch allen ein frohes neues Jahr mit viel Kraft und Resilienz, Gesundheit, Glück und Freude. Dankeschön.